Die liturgischen Geräte sind vergoldet, natürlich auch, um zu zeigen, dass das Schönste und Leuchtendste und Glanvollste soll für die Liturgie die heiligste aller Handlungen in der Kirche verwendet werden. Selber besteht der Kelch und die Patene, also das liturgische Gerät aus Silber, ist aber vergoldet, vor allem der Kelch innen ist deswegen vergoldet, weil das Silber mit dem Wein eine Verbindung eingeht und den Wein vergiften würde, hat auch also einen ganz praktischen Grund.